Moin und herzlich willkommen beim Flachlandradler, der wie immer unterwegs ist und heute auf seine vierten Etappe in Schweden an seinem kleinen Abenteuer. Ja, da bin ich jetzt, hab gut geschlafen da oben in meinem Zelt. 21 Uhr muss ich eingeschlafen sein, 5.30 Uhr wach, also richtig wach. Zwischendurch wird man ja immer mal geweckt durch irgendwelche Tiere oder Jugendlichen, die hier rumlaufen, aber das war nicht schlimm. Man hat es ein bisschen gemerkt, dass da die Stadt in der Nähe ist. Eisenbahnstrecke läuft hier oder ein paar Autos hört man, aber ich habe sehr gut geschlafen und wach jetzt hier auf an meinem Geburtstag. Leute, ist das nicht toll? So in der Natur, ach, es ist einfach herrlich. Das liebe ich ja so. Letztes Jahr auch in Schweden, dieses Jahr auch wieder in Schweden an meinem Geburtstag. Ja, es ist für mich, mein Tag ist es, ist auch kein runder Geburtstag oder so. Nicht, ich finde, Geburtstag ist nicht unbedingt für andere. Man kann es ja nachfeiern, aber der Tag selber, finde ich, der gehört mir selbst sozusagen. Also zumindest die letzten Jahre bin ich immer unterwegs gewesen. Auch dieses Jahr, letztes Jahr in Schweden, dieses Jahr in Schweden. Wunderbar. Ach, das macht so Spaß. Ja, ich werde heute noch die letzten 65 Kilometer in Angriff nehmen Richtung Helsingborg. Dann ist es schon vorbei. Ich freue mich auch wieder auf zu Hause, auf die Dusche. Ja, es ist einfach auch herrlich, wieder zu Hause zu sein. Aber diese 4 Tage, die waren so klasse, was man mit einem Urlaubstag, also mit einem Brückentag an 4 Tagen so erleben kann. War wieder unglaublich und ich habe ja noch diesen einen Tag, wo ich glaube, es wird noch mal eine schöne Strecke geben. Es wird so also langsam wieder ja, ein bisschen mehr Agrarland, aber vielleicht wieder mehr Rapsfelder. Also es wird wieder eine andere Landschaft werden, bis ich in Helsingborg an der Fähre ankomme und rüberschippe nach Dänemark. Ich hoffe auf einen schönen Tag. Schwedischen Sommertag. Ja, also wird es schöne Bilder geben. Also viel Spaß dabei bei den kommenden Bildern. Und nochmal. Happy Birthday to me. Ich habe hier noch einen Schluck Radler. Prost. Alkoholfrei. Oh, und nun geht's los. Kilometer schon unterwegs und wieder durch tolle Landschaften. Jetzt bin ich hier an so einem ja, Mühlendamm oder irgendwie sowas. Da oben ist dann auch so ein großer Gutshof und einfach nur klasse, richtig schön. Ja, Wind ist aufgekommen, aber Rückenwind ist es. Habe ich doch wieder Glück. Ja, die Sonne kommt raus, so ein paar kleine Schleierwolken sind in der Luft. Ja, ab morgen kann es auch schon wieder vereinzelt Schauer geben, aber die Wärme bleibt. Aber ich muss ja nach Hause und ab Montag muss ich wieder ins Bergwerk. Ja, aber das kann so weitergehen. Einfach nur klasse. Schweden pur hier. Forget how much it takes. No reasons left behind. Da bin ich doch glatt noch an einen Badesee vorbeigekommen.
auch genutzt und kurz gezwitscht. Es ist so warm auf einmal, 16 Grad sind es laut App schon. Unglaublich, richtig Sommer. Ja, schöner See, hier darf man sogar zelten. Hier steht mal kein Schild, Camping verboten. Mal was ganz Neues. Aber echt schön hier, toller See, nicht zu groß, aber Wasser ist okay. Ja, jetzt geht's weiter Richtung Helsingborg. Ja, hoffentlich weiter auf so einer schönen Strecke. No reasons left behind. One day I'll make you mine. And it won't come easy, but I know it's worth. Da habe ich noch mal eine Badestelle gefunden, eine ganz versteckte. An anderen See. Ein bisschen größer hier. Ja, wunderbar. Muss ich gleich noch mal ausprobieren. Ich hatte eher Hunger. Also mache ich hier eine Snackpause, eine größere, und dann geht es richtig los, die letzten 50 Kilometer nach Helsingborg. Ah, ein bisschen mehr Stoff geben. Ja, ich glaube, also nach den Wolken zu urteilen, kann es mal hier noch Schauer geben oder Gewitter. Ja, ich bin kein Wetterexperte, aber irgendwie sieht es so aus. Naja, man weiß es nie. Also werde ich gleich richtig Stoff geben. Mache hier noch eine Powerpause, eine Badepause hatte ich gerade noch mal. Also ist es jetzt drin und dann geht es richtig los. I'll follow you. I make the same mistakes. Forget how much it takes. No reasons left behind. One day I'll make you mine. Einfach ein Radeltraum, muss ich wieder sagen, ein Radeltraum. Ich wiederhole mich, es macht wieder einfach nur Spaß, hier Rad zu fahren. Toller Weg, abseits von allen. Links von mir so ein kleiner Bergrücken. Rechts von mir Aussicht auf Felder, sogar mit Raps. Oh, das sieht so toll aus. Wunderbar. Und die Häuser alle hier. Typisch schwedisch. Ja, man kommt in eine andere Welt. So, noch 40 Kilometer bis Helsingborg.
Gerade wieder schöner Wald hier, aber der Gravel ist nicht so schön. Der ist so staubtrocken und die großen Kügelchen, Steinchen sind alle oben. 40 wie tiefer Hofplatzkies, total anstrengend. Es geht nur ganz leicht hoch, aber ui. Oh, wird aber nicht der Rest des Weges sein. Noch 31 Kilometer. Boah, 20 Kilometer vor dem Ziel brauche ich unbedingt noch mal ein Eis und ein eiskaltes Getränk. Ja, bin ich jetzt schon mal letzte Mal einkaufen gewesen. Wollte es eigentlich erstmal später machen in Helsingborg, aber dann mache ich das jetzt. Es musste unbedingt ein Eis sein. Und meine Lieblingskekse, Vorrat mitgenommen. Die gibt es ja in Deutschland nicht, auf jeden Fall nicht die originalen. 7 Mal habe ich sie jetzt an Bord. Muss halten, weil dieses Jahr, glaube ich, komme ich nicht mehr so schnell hierher. Oh. Naschkatze halt. Okay, jetzt erstmal Eis, kaltes Getränk und dann Richtung Helsingborg. Ja, da fängt dann, weiß ich nicht, ganz schön viele Kilometer vorher natürlich der Speckgürtel an mit den ganzen Bebauung. Dann ist es nicht mehr so schön, aber naja, geht so. Jetzt muss weitergehen, aber erstmal lecker Eis.
da bin ich jetzt unten am Hafen. Ja, den Kattegat-Läden fahre ich leider nicht mehr. Heute muss ich wieder zurück. Sonne, naja. Ich sag da nichts. Ich könnte gut länger fahren. Ja. Aber naja, so soll nicht sein. Ich soll wieder arbeiten. Aber es war keine Arbeit hier auf diesem Weg. Auf gar keinen Fall. Es war schöne Arbeit. Es hat richtig viel Spaß gebracht. Es war Schweden pur, wie man sich das vorstellt. Wunderbar. Die letzten Kilometer Helsingborg ist natürlich anders. Aber naja, heute war auch schön. Wow, war das toll. Also ich kann es jedem empfehlen, auf jeden Fall. 410 Kilometer in 4 Tagen habe ich wieder geschafft. 3 tolle, wirklich tolle Schlafplätze. Ja, das war richtig klasse. So einfach so finden ist ein Zeltplatz eigentlich auch gar nicht, weil je weiter man reinkommt, ist es ziemlich felsig. Und da dann ein plattes Stück Land zu finden, ist echt schwierig. Aber trotzdem war es klasse. Echt das erste Mal so richtig Sommer erlebt in Schweden. Wow, es war 4 Tage. Der Superlative fand ich. Also so viele Eindrücke, die kann ich gar nicht begreifen. Man, gut, ich habe wieder das Video, was ich beim Schneiden auch schon wieder alles wiedererlebe. Und denn wenn dieses Video wieder fertig ist, ah, Leute, das ist einfach nur klasse. Schweden ist einfach nur ein tolles Land und noch so riesig. Ich habe es jetzt nur so ein ganz kleines Stück kennengelernt in 2 Touren. Es gibt noch so viel. Ja, aber das war's für heute. Ich fahre jetzt zur Fähre. Ja, es ist noch nicht mal 2 Uhr, also recht früh, aber ich muss ja noch rüber. Ja, und dann noch die Rückreise nach Hause, nach Flensburg. Also ich fand's super. Ich weiß nicht, wie ihr fandet. Also Schweden ist eine reine Empfehlung von mir. Auf jeden Fall. Ja, Kattegat-Läden. Könnt ihr mal reinschauen, habe ich ja letztes Jahr gemacht. Ein wunderbarer Weg, hatte ich aber leider nicht so tolles Wetter. Ja, hier ist jetzt schwedischer Sommer auf jeden Fall. Das bleibt auch ungefähr so, ein bisschen unbeständiger wird es jetzt hier die nächsten Tage. Ja, und was soll ich sagen? Das war's. Schöne Tage, aber es kommt wieder was auf mich zu. In 6 Tagen, wenn es klappt, bin ich schon wieder auf Blattreise. Und dafür eine ganze Woche. Ja, das wird aber dann wahrscheinlich auch die letzte sein dieses Jahr. Ja, ich bin immer unterwegs. Wow, einfach nur klasse. Ja, Schweden, danke dir für alles. Wunderbar, schön, dass sie auch sonntags Einkaufsläden aufhaben und so. Das ist hier auch immer sehr toll. Ja, also Kekse habe ich mit als Andenken. Also ich bin noch ein bisschen versorgt. Ja, ich sage jetzt Schluss. Ich sage jetzt Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Denn bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Flachlandradler unterwegs. Wie gehört, vielleicht sogar eine Reitreise. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Moin Moin oder wie man hier sagt, hey hey. Now that I'm free from all the chains you've kept me.